dafür, dass er hergekommen ist, dass er uns dieses beeindruckende Mahnmal heute mitgebracht hat. Und ich würde mich freuen, wenn wir mit diesem Mahnmal heute auch spazieren könnten, denn das ist doch ein Eindruck, den man nicht so schnell wieder vergisst. Hier, ja. So besser? Irgendwas ist im Mikrofon. Ja. Jetzt möchten wir als nächstes den Günter Zimjok hören. Er berichtet uns von dem MDR Filmpremierenabend am Donnerstag. Der MDR hat ja eine Reportage über Chemnitz gemacht. Eigentlich sollte es auch eine Podiumsdiskussion geben, der sich unsere Oberbürgermeisterin Feige entzogen hat. Aber er war dabei und wird uns gleich darüber berichten. Aber ich muss euch noch kurz erzählen, wie ich ihn kennengelernt habe, denn die Geschichte ist zu schön. Es hatten sich bei mir in der Kirchgemeinde zwei Leute beim Pfarrer über mich beschwert, über meine Reden da zu den Demos im Herbst. Also hat der Pfarrer das Richtige getan, er hat das Gespräch mit mir gesucht und hat noch zwei Kirchenvorstandsmitglieder dazugenommen. Das Gespräch war konstruktiv, der hat ein paar kritische Dinge angemerkt, da war ich auch dankbar, denn wenn man nicht kritisiert wird, kann man auch nichts verbessern. Und dann habe ich aber gesagt, eigentlich wäre es doch richtig, wenn die beiden Leute, die sich über mich beschwert haben, zu mir selber kommen. Und da hat er gesagt, jawohl, da hast du recht, das werde ich denen auch sagen. So, und zwei Sonntage später früh, ich komme gerade in die Kirche, kommt ein ernst blickender Herr auf mich zu und sagt, Sie sind der Herr Kohlmann. Sag ich, ja, haben Sie hinterher mal kurz noch ein bisschen Zeit für mich? Ja, oh, das wird jetzt das kritische Gespräch. Ich habe also die ganze Zeit darauf gewartet und dann hinterher am Ausgang auf ihn gewartet und dann kam er und ich dachte, jetzt muss ich schwere Vorwürfe ertragen und da kam er immer noch mit ernstem Gesicht und sagte, ich wollte nur sagen, eigentlich will ich ja zu jeder von eurer Demo kommen, aber leider habe ich freitags oft meine Vereinssitzung, wo ich hingehen muss. Also das Gespräch verlief etwas anders als erwartet. Und so haben wir uns kennengelernt. Heute ist er hier, der Günter Zimjok, ein jetzt mittlerweile fleißiger Mitstreiter von Pro Chemnitz. Und er berichtet uns jetzt über den MDR-Abend. Jawohl. Guten Abend alle miteinander. Wenn ich jetzt sagen würde, ich bin nicht aufgeregt, dann würde ich lügen. Ich habe noch nie vor so vielen Menschen gesprochen und ich würde es auch versuchen. Will ich auch versuchen, es kurz zu machen. Wie Martin schon sagte, bin ich am Donnerstag zu der Voraufführung vom Mitteldeutschen Rundfunk in Zinesar gewesen. Dieser Film heißt, glaube ich, Ein Jahr danach. Und wird am Montag in der ARD nach 22 Uhr ausgestrahlt und am Mitteldeutschen Rundfunk am Mittwoch um 20.15 Uhr. Ich möchte jedem, der hier steht, empfehlen, sich diese Dokumentation einmal anzugucken. Ich will sie nicht werten, weil ich nur meine eigene subjektive Meinung wiedergeben würde, aber es soll sich jeder eine eigene Meinung bilden dazu. Aber was mich an diesem Abend dann doch sehr an die Zeit nach 89, 90 erinnert hat, die ich glaubte, hinter mir zu lassen haben, war die Diskussion. Dort trat ein Hochschullehrer unserer Universität hier in Chemnitz auf, der dort laut und deutlich in den Saal gesagt hat, dass jeder, der zur AfD sich hält oder Mitglied ist, der sich zu Pro Chemnitz hält oder Mitglied ist, überhaupt keine öffentliche Plattform bekommen darf in diesem Land, also mir mein Menschsein abgesprochen hat. Und ich habe mir bei dieser Gelegenheit noch dann ernsthafte Gedanken gemacht, wenn von Pro Chemnitz jemand sich so hingestellt hätte, der hätte wahrscheinlich am Montag ein Kadergespräch gehabt und wäre raus gewesen. Das möchte ich zu diesem Abend sagen. Und dann hat mich aber auch sehr berührt, dass das letzte Wort der Herr Fassmann kurz hatte und hat uns auf den Heimweg mitgegeben, überlegt bitte einmal, wem diese Spaltung der Gesellschaft nutzt. Und das soll auch mein letztes Wort sein. Genau. Ja, danke Günther für den kurzen Erlebnisbericht. Liebe Chemnitzer, das klingt gerade komisch.
Wer kennt sich aus, an den Rädern hier zu drehen? So besser? Ja. Bitte, quietscht's noch? Was quietscht und warum? Jetzt soll ich richtig reinreden, jetzt ist es da wirklich leise wieder, oder? Ist zu leise. Jetzt kriegen wir noch ein anderes Mikro, technische Pause. Ja, ich hab auch gut, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, jawohl. Wer weiß, wer sich hier funkmäßig eingeklinkt hat in unser Mikrofon. Jetzt haben wir wieder das gute alte Kabel, das ist doch verlässlicher als irgendwelche unsichtbaren Luftwellen. Ja, liebe Freunde, was muss noch passieren, ist das Motto unserer heutigen Veranstaltung. Und das ist die Frage, die wir uns alle stellen. Was muss noch passieren? Kurz ein Rückblick, was passiert ist. Wir alle wissen sicherlich, das muss ich nicht beleuchten, warum wir vor ziemlich genau einem Jahr angefangen haben, hier wöchentlich zu demonstrieren. Wir wissen auch alle, was danach gefolgt ist, nämlich die berühmte Hetzjagd, nämlich eine beispiellose Hetzjagd gegen uns und unsere Stadt. Weltweit hat man in der Zeitung und in den Fernsehanstalten Bilder gesehen, wo Leute mit dem Hitlergruß vor unserer Demo standen. Und vor zwei Wochen stand es dann in der Regionalzeitung. Der, der am meisten mit Hitlergruß durch die Presse ging, war ein Linker. Was denn sonst? Nun kann man sich fragen, warum bringt das die freie Presse plötzlich? Die Antwort ist eigentlich einfach und verblüffend, weil sie sich damit nichts kaputt macht. Denn hier hat sich's eh rumgesprochen. Sie macht sich dadurch wieder ein Stückchen glaubwürdiger, indem sie das berichtet. Und den Raum Chemnitz und Umgebung hat diese fundamentale Erkenntnis nicht verlassen. Dort bleibt weiter die üble Meinung über uns bestehen. Und das ist so gewollt. Die Richtigstellung der Chemnitz-Lüge, der Hetzjagd-Lüge, die kostet schon mal die Karriere. Ihr alle wisst, wen ich meine. Und wenn sich dann die designierte Merkel-Nachfolgerin erst kürzlich hinstellt und sagt, so etwas wie der Maaßen gesagt hätte, das dürfte man in der Position nicht äußern, dann muss ich doch fragen, wie deutlich müssen wir noch gesagt kriegen, dass man als Politiker offensichtlich nicht mehr die Wahrheit sagen darf. Mich persönlich hat die Richtigstellung eines Teils der Chemnitz-Lüge, Mitgliedschaft in einer berufsständischen Vereinigung, berufsmäßigen Vereinigung gekostet. Die Strafverteidigervereinigung hat mich ausgeschlossen, unter anderem mit der Begründung, ich hätte Selbstjustiz gerechtfertigt. Und das würde natürlich als Anwalt nicht gehen. Sehe ich sogar ein, dass das nicht geht. Was hatte ich gesagt? Ich habe gesagt, es gab keine Selbstjustiz, es gab Selbstverteidigung. Und die ist geboten gewesen und war richtig. Warum? Weil ich eben recht bald mit Leuten auch in Kontakt kam, die auf gewissen Hase-Videos zu sehen sind, die mir die Situation geschildert haben, wie sie wirklich war, dass eben zwei junge, äußerlich gut erkennbare Migranten bis aufs Äußerste stänkerten und provozierten, mehrfach darauf hingewiesen wurden von dem spontanen Trauerzug, das zu unterlassen. Und als das nicht passierte, haben sich endlich ein paar junge Leute ein Herz gefasst und haben die weggescheucht. Sie haben,
Sie haben sich auch nie gehetzjagt, denn eine Hetzjagd, zum Beispiel auf Wildschweine oder wie man sie eben im Wald macht, eine Hetzjagd, dann rennt man den Viechern so lange hinterher, bis man sie alle gefangen hat. Das Gegenteil war der Fall. Die sind denen, wie man auf dem Video selber deutlich sehen kann, nur so weit hinterhergerannt, bis sie sich sicher waren, die verschwinden jetzt wirklich. Und dann sind sie wieder umgekehrt. Also wenn man die hätte jagen und fangen wollen, hätte man es auch geschafft, aber das hat niemand gewollt. Man wollte sie nur an ihrer weiteren Störungstätigkeit hindern. Und das ist Verteidigung und das ist richtig. Und was ist noch passiert? Es war schon die Rede von dem Graben, der durch die Gesellschaft ging. Ja, wie ist denn dieser Graben entstanden? Der Graben ist ja nicht deswegen entstanden, weil wir nach diesem schrecklichen Ereignis letztes Jahr alle aufgebracht waren und man konstruktiv mit uns ins Gespräch kam, was man denn nun mit dieser Situation, die ja zum damaligen Zeitpunkt längst nicht mehr neu war, machen kann. Nein, man hat den Dialog verweigert und hat uns Stempel verpasst. Der sächsische Verfassungsschutz hat sich nicht mal geschämt, mich als Neonazi zu bezeichnen. Wohlbemerkt nicht im Verfassungsschutzbericht über Chemnitz, wo ich natürlich ein paar Mal erwähnt bin. Nein, irgendwo ganz versteckt ging es ums Erzgebirge. Da war ich plötzlich Neonazi. Natürlich in der Hoffnung, dass man das möglichst nicht gleich entdeckt, nicht dagegen vorgehen kann in der gebotenen Eile. Und die Presse hat das natürlich sehr genau gesteckt bekommen und dann auch direkt eine Woche vor der Wahl geschrieben. So arbeiten hier Presse und solche Schnüffelorgane in altbewährter Weise zusammen, so wie es die letzten 90 Jahre in Deutschland finstere Tradition ist. Lügenpresse, Lügenpresse, Lügenpresse! Indem man uns hier generell quasi zu Nichtmenschen erklärt, wie der Günther schon gerade sagte, denen man keine Plattform geben dürfte und mit denen man sich gar nicht unterhalten darf, erreicht man natürlich zweierlei. Ein Teil der Leute, vor allem der, die eigentlich ein Stück weit weg von der Politik ist, die kriegt wirklich einen Schreck und denkt, ach du Schwarz, das sind Neonazis. Oh. Ganz schlimm. Kennen solche Leute, die haben dann Angst und finden das ganz schlimm und dann darf man mit uns nicht mehr reden. Von den Drecksäcken. Der andere Teil, der weiß, ich kann mich selber informieren, ich kann mir bei YouTube die Videos von all diesen Veranstaltungen angucken, ich kann mir alle Reden von Pro Chemnitz anhören. Vielleicht finde ich einiges nicht gut, was da gesagt wird. Vielleicht finde ich vieles gut, aber eins ist es ganz sicher nicht, nämlich Neonazi oder extrem oder sonst was. Und diese Leute fangen dann mit Recht an, das zu hinterfragen, was der sogenannte Staat hier verbreitet. Und das ist auch eine erfreuliche Wirkung, die sowas hat. Da fühlt man sich zurückversetzt in die späten 80er Jahre, denn da lief es ja genauso. Die Realität in der Zeitung entfernte sich von der Realität, die wir alle mitbekommen haben, immer weiter. Und das kann man eine Weile so spielen und eine Weile kann man die Leute die Propaganda glauben lassen. Aber immer mehr begreifen es dann, die nämlich mit ihren eigenen Augen was sehen und danach den Zeitungsartikel darüber lesen. Die sagen doch, Mensch, das war doch völlig anders. Tja, und indem man diesen Graben zementiert, indem man die Leute spaltet in die, die die Lügenpropaganda gegen uns und gegen unsere ganze Stadt noch glauben und diejenigen, die es durchschauen, so lange kann man nämlich besser herrschen,
denn wenn man die Leute spaltet, kann man sie einzeln viel besser kontrollieren, als wenn wie 89 ein ganzes Volk auf die Straße geht. Etwas Bemerkenswertes ist passiert, indem sich eine wahrscheinliche Merkel-Nachfolgerin hinstellt und mehr oder weniger offen sagt, dass man in der Position eines hohen, also eines Spitzenbeamten nicht die Wahrheit sagen darf, ist klar, die Lüge ist offenbar zur legitimen politischen Waffe geworden. Und das erinnert uns an dunkelste Zeiten. Und das ist offensichtlich eine Nebenfolge, die die Demokratie seit 1918 begleitet. Und was ist denn noch passiert, um dafür zu sorgen, dass sowas wie vor einem Jahr nicht wieder vorkommen kann? Die Antwort ist kurz und knapp: nix. Noch immer kontrollieren in den Abendstunden ausländische Jugendbanden das Chemnitzer Stadtzentrum. Noch immer hält sich abends aus der Innenstadt, zumindest abseits der eingefahrenen Gleise, jeder fern, der das irgendwie kann. Und noch immer ist derjenige, der gefährlich ist, der auf die Gefahr hinweist. Ja, jetzt rede ich erstmal und wir können dann hier mit den Leuten reden, okay? Ja. Kann immer nur einer auf einmal. Und indem man die Lösung der Probleme völlig ablehnt, indem man das Problem selber negiert, man hat von unserer Oberbürgermeisterin noch nicht einmal den Satz gehört, ja, wir haben ein Problem mit kriminellen Asylbewerbern. Diesen einfachen, logischen und unbestritten wahren Satz wird man von dieser Frau nicht hören. Den wird man auch von unserem Ministerpräsidenten nicht hören. Diese Leute verbreiten die Lüge einfach weiter, weil es die eigene Karriere ebenso verlangt. Ja, und deswegen, ich habe am Anfang dieser Parole ein bisschen kritisch gegenüber gestanden, aber mittlerweile sage ich, sie ist einfach richtig, es sind Volksverräter. Tja, und ich will jetzt die Frage mal ein bisschen umformulieren. Was muss noch passieren? Mal fragen, was muss denn jetzt passieren? Sag mal, wir können ja alle sehen, die Situation, wie sie ist, und sie gefällt uns nicht, und deswegen sind wir auch heute wieder hier, trotz des schönen Wetters, das man auch im Garten verbringen könnte, oder auf diesen kostenlosen Festen da drüben, nicht weit von hier, die angeblich neutral gestaltet werden sollten und dann irgendwelche linken Sänger wieder auftreten gelassen werden. Tja, wir müssen in die Tiefe gehen, indem wir die Leute hinterfragen, die uns hier beherrschen. Dass wir sie kritisieren, ist das eine. Aber wir müssen hinterfragen, wie können die das machen, was sie tun? Wozu ist ein Staat eigentlich da? Es gibt verschiedene Theorien dazu, aber ich sag mal, 99% der Leute sind sich einig, dass es irgend sowas wie staatliche Strukturen geben muss, und eigentlich alle diese sind sich einig darin, dass die erste Aufgabe des Staates ist, für die innere und äußere Sicherheit der Leute zu sorgen. Darüber hinaus gehen die Meinungen schon auseinander. Muss der noch für soziale Dinge sorgen oder sollen das die Leute selber organisieren? Das sind verschiedene Fragen, aber eigentlich alle sind sich einig. Für die Sicherheit ist der Staat verantwortlich. Und was sagt das jetzt über unsere Idee von dem Wort Staat aus, wenn man das schlicht und einfach nicht tut? Das sagt aus, dass dieser Staat nicht mehr legitimiert ist. Dass er auch nicht mehr das Recht hat, uns die Hälfte unseres Einkommens wegzunehmen
mit der Begründung, er würde ja für unsere Sicherheit sorgen. Nein, da er das nicht tut, ist alles, was er uns wegnimmt, nur noch eins, nämlich Raub. Und es ist ja nicht nur so, dass er nicht für unsere Sicherheit sorgt, sondern er zerstört sie aktiv. Diese Asylbewerber, woher sie auch alle kommen, die sind ja nicht hierher gekommen, weil ihr das Wetter so schön ist oder weil sie wirklich so weit laufen mussten, um sicher zu sein. Das ist nicht so. Die meisten Flüchtlinge aus Syrien sind in Libanon geflohen. Das war gleich um die Ecke. Da muss man nicht die beschwerliche Route hierher nehmen. Nein, sie sind hergekommen, weil das, was von hier aus saugt, wesentlich stärker ist als das, was von den Heimatländern ausdrückt. Sie sind hierher gekommen, weil man nirgendwo auf der Welt ohne zu arbeiten so schön leben kann. Mir sind persönlich Beispiele bekannt von Asylbewerbern. Die hatten in Polen bereits die Anerkennung als Asylbewerber. Die wurden nicht mehr zurückgeschickt, die hätten in Polen bleiben können, sicher. Aber in Polen gibt es ein kleines Problem. In Polen gibt es sowohl für Polen als auch für Gäste ein halbes Jahr Sozialleistung. Danach muss sich jeder selber kümmern. Und das erklärt, warum jemand, der in Polen schon anerkannt ist, trotzdem nach Deutschland weiter flieht. Und deswegen dieses Fliehen und Flüchtlinge bitte immer nur in Anführungsstrichen in Zukunft. Nein, der Staat nimmt uns nicht Geld weg, um für unsere Sicherheit zu sorgen. Und so lange sind wir uns doch einig, haben wir uns das irgendwie gefallen lassen, dass er uns die Hälfte wegnimmt. Das ging ja irgendwie. Ich denke, vor 5 Jahren und länger hat niemand ernsthaft diesen Staat in Frage gestellt, denn irgendwie hat es ja gepasst. Irgendwie hat man unser Auskommen und ja, es wäre schön, wenn wir vom Lohn mehr übrig gehabt hätten, aber es ging doch irgendwie. Wir sind ein paar Wählen gegangen und egal, was wir angekreuzt haben, es ging ja irgendwie. Aber jetzt müssen wir eben genauer fragen, muss es denn so sein? Haben diese Wahlen, wie sie stattfinden, eine Berechtigung, so wie sie organisiert sind? Haben wir denn freie Wahlen, wenn man einer Partei die halbe Liste wegstreicht? Und überhaupt, müssen denn Wahlen eigentlich geheim sein? Muss man nicht erwarten, dass jemand zu seiner Meinung stehen kann? Ich muss mal sagen, letzte Woche ist mir was Unangenehmes passiert. Auf dem Weg nach Hause kam so ein zottelhaariger junger Kerl und der hat mich angespuckt. Ging dann weiter. Das ist natürlich erstmal ekelhaft, niemand hat gern fremde Spucke am Körper. Aber im Nachhinein habe ich mir gedacht, eigentlich war das doch schon fast ritterlich, denn der hat sein Gesicht mir gezeigt, indem er mir entgegenkam. Das ist mir doch lieber als jemand, der nachts Dinge gegen mein Büro schmeißt, die Schlösser verklebt, Farbe gegen das Haus schmeißt und der sein Gesicht dabei nicht zeigt. Oder der ist mir auch lieber als jemand, der hinterrücks und heimlich CDU wählt. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr die Leute kennt, aber ich kenne niemanden, der sagt, ja, ich habe die Merkel gewählt. Ich kenne keinen, aber irgendwo gibt es die Leute versteckt unter uns und die machen das heimlich. Und das ist doch hinterrücks. Wäre es nicht besser, man hätte eine Wahl, wo jeder sagen kann, jawohl, dafür stehe ich. Ja, und so könnte man jetzt noch jedes einzelne Institut dieses Staates hinterfragen, von dem uns gesagt wird, ja, so muss es sein, nur so ist das eine freiheitlich-demokratische Grundordnung. Nein, das hat nichts damit zu tun, dass es nur so freiheitlich sein kann, wie es jetzt gerade ist. In vielen Ländern der Welt ist es mittlerweile freiheitlicher als hier und es läuft ganz anders und ist besser organisiert. Und natürlich frage ich auch immer wieder, wollen wir denn weiter zu diesem BRD-Gebilde dazugehören? Haben wir denn da Zukunft? Oder ist es nicht besser zu sagen, war eine interessante Erfahrung die 30 Jahre und jetzt wollen wir doch wieder unseren eigenen Weg gehen. Ich bedanke mich. Ja.
Habt ihr Lust, noch eine Runde zu spazieren? So, jetzt möchte ich aber erst mal sagen, ich denke, auf Chemnitz kann man schon wieder stolz sein. Das Mahnmal gegen das Vergessen hat es noch nie in dieser Größe gegeben. Man kann es ja noch mal hochhalten. Und jetzt habe ich mal eine Frage an die Leute, die die Fahnenstangen halten. Möchtet ihr mit diesem kompletten Mahnmal mitlaufen? Das ist doch eindeutig. Da werden wir jetzt der Stadt zeigen, wie viel Grauen durch Deutschland geht. Ja! Wenn die Leine jetzt langsam vorläuft. Also denkt könnt ihr ein bisschen irgendwie rauskommen. Ja, wir kommen hier davor, ja. So. Das ist schon erschreckend, wenn wir Einzelfälle innerhalb eines Jahres oder wie viel ist anderthalb Jahr? Seit März 2018, das ist schon erschreckend. Und hier wird nochmal gesagt, das ist nur ein Bruchteil. Wir sehen es ja auch in Chemnitz, etwa 50% der Kriminalität wird von Zugereisten verübt. So, dann jetzt einfach hier mit einsortieren. Hinten bräuchten wir noch vier Freiwillige für die Stangen. Dann ist sie. Genau. Also vier Freiwillige vielleicht nochmal hintergehen, die Stange betragen. Vier Füße gehen ins patriotische Lager mit den Patrioten Ostthüringen. So. Ja, es ist halt ein bisschen größerer Organisationsaufwand. Hier mal wieder vor alles! Hier, sehr viele Kameraleute. Wenn die Polizei auch schon langsam losfährt, dann können die Leute auch langsam sich bewegen. Ja! Wenn da ist der Dienst gerade, aber kein Polizist da. So, die nächste Leiter setzt sich in die Thank you.
Und langsam, nicht so schnell, ihr seid aneinander gekettet. So, das sieht doch cool aus. So, wir können das Ganze dann auch noch lautstark gestalten. Wir sind das Volk! Thank you.